Weiter geht's mit dem Telekom und Jan Ulrich auf der Mission Toursieg. Wir werden heute allerdings keine Mission Etappensieg mehr haben. Ich habe zwar den ganzen Tag Führungsarbeit gemacht mit unseren Jungs, sieht man ihnen auch ein bisschen an, dass sie durch sind, aber es reicht leider nicht, um hier die Ausreißergruppe wieder einzuholen. Eigentlich wollte ich auch Küng in die Spitzengruppe mit reinschicken, aber auch das hat nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade so weit vorne fahre. Macht eigentlich alles keinen Sinn. 5 Kilometer sind es noch. Jetzt kommt eh gleich die Rechtskurve, die wahrscheinlich alle wieder durchshaken wird. So, Lotto Sodal hat trotzdem Bock. Wir sprinten natürlich trotzdem gleich mit. Schaden tut's nix. Jawohl, Union führt 2:0 gegen die Hertha. Das feiere ich auf jeden Fall, obwohl ich beide Vereine jetzt nicht so sexy finde. Union ist mir auch ein bisschen overhyped, muss ich ganz ehrlich sagen. So, 3,9 Kilometer. Wir können... Upsa. Wir können natürlich die blauen Gele nochmal schnell verteilen. Das machen wir mit Ulle auch. Nehmen wir nochmal schnell das blaue Gel. 3:22 vorne. Jasper Stuyven hat sich da noch leicht abgesetzt. So, mal schauen. 3 Kilometer sind es noch. Wir versuchen, wie gesagt, hier mitzusprinten. Es wird nicht mehr viele Punkte geben. Aber wäre ja sonst auch irgendwie langweilig, wenn wir jetzt hier gar nichts mehr machen. Also Jasper Stuyven mit dem Sieg. Hier hinten will gar keiner mehr irgendwas machen. Okay. Interessant. Gibt es jetzt hier gar niemanden mehr, der fahren will? Gut, dann wen haben wir da, jemanden vorne? Ja, irgendjemanden bestimmt. Alles ziemlich sinnfrei, aber gut, machen wir es mal. Wout van Aert, wo bist du? Sehen wir nicht. Ah, da ist er. Da ist er ja. Der kleine Racker. Jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen zu spät los. So, mal schauen, kommen wir da irgendwie nochmal nach vorne hin. Auf den letzten Metern einfach noch viel zu viel Energie. Schlechter Sprint von uns, aber geschenkt. Wirklich geschenkt. Ulle bleibt in Gelb, Ulle bleibt in Grün, Ulle bleibt in Weiß, aber er bleibt nicht im Bergtrikot. Das haben wir nämlich, denke ich mal, für diese Tour de France schon verloren. Jetzt eine etwas längere Session, die ich gerade mache. Also nicht wundern, falls ich nicht auf Kommentare eingehe. Ich nutze jetzt mal am Samstag die Zeit, die ich habe. Deswegen versuche ich dann schriftlich auf die Kommentare zu antworten. So, Jasper Stuyven holt sich den Sieg. Ulle bleibt vorne in 3 Wertungen und im Bergtrikot ist Guillaume Marteng nach wie vor vorne. Wird aber bestimmt ein enger Kampf mit Esteban Chavez, kann ich mir vorstellen. So, let's go. Da sehen wir es. 13. Platz für Ulle. Vor Mats Pedersen haben wir uns dann tatsächlich den Sprintsieg der Hauptgruppe noch geholt. 2:55 nach wie vor der Vorsprung. Wir schauen uns mal das nächste Profil an und sehen, dass es nach Mont einen Berg der zweiten Kategorie gibt. Das könnte vielleicht noch mal ein paar Sekunden für uns bringen, auch Richtung Zeitfahren. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt noch 68 Kilometer Zeitfahren. Ulle hat sich zwar verbessert im Zeitfahren, ist aber immer noch bei weitem nicht so stark wie Tadej Pogacar und Roglic. Da werden wir sicherlich ein bisschen Zeit verlieren. Es gibt noch 3 Bergetappen. Oh, hier gibt es sogar mal eine Abfahrt ins Ziel. Stimmt, Andorra la Vieille. Das wird spannend. Da habe ich Bock drauf, mal so eine Abfahrt runterballern und da wieder ein bisschen was gut machen. Dann nach Peyragudes und nach Otakam. Das wird auch nochmal eine sehr schwere Etappe. Gerade nach Peyragudes mit 220 Kilometern. Da habe ich ein Auge drauf geworfen nach dem Ruhetag. Wird sicherlich alles noch richtig spannend. Wir liegen gut. Wir gehen mal rein von Saint-Étienne nach Mont, die 14. Etappe der Tour. So, die Etappe nach Mont steht an. 9,5 Kilometer haben wir nur noch. Vorne ist Küng eigentlich noch in der Gruppe gewesen, bis eben gerade. Doch, er ist noch drin. 2 Fahrer sind's. Mit Warren Barguil ist er da jetzt noch rund 14 Sekunden vorm Feld. Das wird nicht reichen, das kann man schon mal sagen. Wir haben eigentlich das komplette Team noch mit dabei. Küng war eigentlich so ein bisschen als Ausruhpolster für unser Team gedacht und hat eigentlich auch gut funktioniert, weil wir mussten den ganzen Tag dann hier hinten nichts machen. 68 Fahrer nur noch drin, daran sieht man, dass das Tempo jetzt schon durchaus hoch war. So, und jetzt geht es gleich in den Berg der zweiten Kategorie nach Mont. 5 Kilometer sehen wir hier, die Marke ist schon erreicht. Küng ist da jetzt raus. Dylan van Baarle macht vorne Tempo. Wir holen uns mal Wout van Aert an die Seite. Der soll vielleicht mal 100% fahren. Tja,
Ja, Hindley geht da jetzt nach vorne. Wo ist Wout van Aert? Wahrscheinlich wieder ein bisschen zu weit hinten. Da vorne links müsste es dann jetzt gleich in den Berg reingehen. So, man kennt ja schon irgendwie den Aufbau der Profile hier. So, diesmal warten wir aber mal ein bisschen. 3 Kilometer ist das Ding lang. Danach geht es dann schon noch mal ein bisschen bergab. So, Wout van Aert ist auch mit am Start. Wird da allerdings dann gleich weggedrückt. Godu ballert da vorne durch. Ach, Remy Cavagna, ey. Unfassbar. Was die jetzt zum Teil für eine Scheiße reinfahren. Das ist schon sowas von ätzend. Egan Bernal geht mit. Für uns nicht so dramatisch. Aber das ist zum Teil so eine Grütze, die die Fahrer da reinfahren. So, jetzt sollten wir unser Team aber eigentlich auch nochmal nutzen. Pogacar, Yates. Also bislang fahre ich das jetzt ziemlich dämlich. So, wo ist denn überhaupt unser Team? Wout van Aert hat schon wieder aufgegeben mit allem. Und Geschwindigkeit fahren. Sagen wir das mal. Aber es kommt eh keiner groß nach vorne. Und vorne Godu geht da einfach so weg. Da kommt jetzt mal Ineos nach vorne. Sind, ach, die können doch nicht alle platt sein. Almeida mit Pogacar am Hinterrad. So, wie Richie Port. Hier wird es jetzt nochmal steiler. Der Rückstand ist schon relativ groß. 32 Sekunden. Nehmen wir mal ein bisschen rotes Gel. Viel Zeit zum Regenerieren wird da nicht mehr sein. Pogacar fährt da gerade eine kleine Lücke raus. Martinez. 30 Sekunden nach wie vor. Da kommt jetzt auch Roglic mal. Blaue Gele sollten wir mal verteilen. Also das läuft, also das ist wirklich ein bisschen chaotisch, sorry. Ulle nimmt das jetzt auch mal. Da können wir jetzt nicht mehr drauf warten, dass das Tempo nochmal geringer wird. Geraint Thomas kommt nach vorne, um hohes Tempo zu fahren, aber das hat UAE jetzt schon für uns übernommen. Rotes Gel wird auch genommen. Pogacar geht nochmal drüber. So, die Kurve könnte uns zugutekommen. Punkte sind egal. Etappensieg werden wir wahrscheinlich nicht mehr holen. 1,9 Sekunden. So, mal schauen. Bitte nicht wegdrücken. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas rausholen können. Vorne sehen wir die Kollegen. Das sind noch 700 Meter. Da ziehen wir jetzt mal durch. Da kommt Pogacar nochmal aus unserem Windschatten nach vorne. So, naja. Also, irgendwie haben wir es gewuppt, aber es war nicht clever. Jetzt auch von vorne zu sprinten war nicht clever. Wie ich in den Berg rein bin, war nicht clever. Aber wir haben dadurch nichts verloren. Wir haben dadurch nichts verloren. Ende Gelände. Mund abputzen, weiter geht's. Man merkt schon, ich will jetzt zu den entscheidenden Etappen kommen. Und hier war jetzt einfach nichts zu holen. Wir hätten sicherlich das Hinterrad von Godu halten können. Den habe ich dann ein bisschen unnütz wegfahren lassen. Schlechte Tagesform bei Ulle muss man natürlich auch noch ein bisschen drüber reden. Aber bei solchen Etappen ist das normalerweise, weiß ich nicht, nicht so der hundertprozentige Gradmesser, weil man gar nicht die Zeit hat, um den blauen und roten Balken so schnell wegzufahren. So, alle sind im Ziel. Da sehen wir nochmal Ulle. Da sehen wir Tadej Pogacar, der da gleich ans Hinterrad sprintet. Schön, dass unsere eigenen Jungs natürlich auch uns hinterhergefahren sind und den Sprint für Tadej Pogacar gemacht haben. Richtig gut, haben wir clever gemacht. Da hat alles gepasst bei der Etappe, wirklich alles oder nichts. Eins von beidem, alles oder nichts. Ich glaube eher, da hat nichts gepasst. Aber solange wir das bei den entscheidenden Etappen dann wieder besser machen, dann wird es auch besser. So. Schauen wir mal auf das Gesamtklassement und dann geht es gleich weiter mit dem, ich glaube, jetzt kommt das Zeitfahren und das wird übel. Ulle auf der 4, 17 Sekunden Rückstand, dann auf Godu, Bernal und Yates. Also da macht Bernal ein kleines bisschen Zeit gut, ist aber ziemlich egal. Wir schauen mal ganz kurz auf die Wertungen. 2,55, da hat sich nichts verändert. Hier haben wir 47 Punkte Rückstand auf Guillaume Martin. Punktewertung ist uns nicht mehr zu nehmen. Nachwuchsfahrerwertung hoffentlich auch nicht. Und die Teamwertung sieht mit 14 Minuten Vorsprung auch echt gut aus. Dries van Restel mit 1300 Kilometern in der Ausreißergruppe. Das sind mehr Kilometer in der Ausreißergruppe bei der Tour de France, als Ulle bislang Punkte in der Pro Cycling Einzelwertung hat. Das muss man auch erstmal schaffen. So, 28 Kilometer Einzelzeit von Bourg-Saint-Andouel nach La Caverne du Pont d'Arc.
Das wird interessant. 28 Kilometer. Ich glaube, das ist dieses Profil, was wirklich kompliziert ist, wo ich sehr viele Probleme hatte beim letzten Mal. Und mal schauen, wie gut wir durchkommen. Also, wir versuchen es im ersten Versuch. Streckenbegehung spare ich mir jetzt einfach mal, weil ich die Strecke, glaube ich, vom letzten Jahr noch ganz gut im Kopf habe. Also, los geht's. 28 Kilometer Einzelzeit fahren. Wir gehen als letztes von der Rampe und versuchen so wenig Zeit wie möglich zu verlieren. Welcome the leader of the race onto the ramp for this individual time trial. He'll do his utmost to produce the best time and retain his jersey. Come on, let's give him a cheer. So, let's go. Im Gelb, was gibt es Schöneres als bei der Tour de France so Richtung letzte Woche in Gelb in so ein Zeitfahren reinzugehen? Ich glaube, da vorne steht jetzt Bravo David, weil er wieder die erste Kurve richtig gut geschafft hat. Das freut uns doch. So, das ist wirklich genau der Parcours. Der wird schwer. Der wird zum Teil auch sehr, sehr steil werden. Bin ich gespannt, wie wir mit Ulle durchkommen. Hier ist noch easy. Hier muss man jetzt nur schauen, wann es zu steil für die Zeitverhaltung wird. So ab 7-8% sollte man da ein bisschen aufpassen. Ganna mit 15.08 oben. Unser Spielziel ist tatsächlich die Bestzeit oben. Wobei Roglic und Pogacar da sicherlich nochmal schneller sein werden als Ganna. Der hat seine Stärken, denke ich mal, etwas weiter hinten in dem Zeitfahren. So. So, immer noch 6%. Da ist die Zeitverhaltung noch gut. Ich schaue, wie gesagt, parallel ein bisschen Bundesliga. Und was Werder Bremen da für Trikots hat, ist ja auch, tut ja auch in den Augen weh. Also nicht die Farbe an sich ist ja okay, aber die Farbkombination tut halt echt weh. Einfach die alten Torhüter Trikots von Tim Wiese wieder aufgetragen. So, gehen wir ein bisschen vom Tempo runter. 7%, 8%. Und ich glaube, irgendwann hier oben wurde es steiler. Da gehen wir jetzt mal raus. Schau mal, 8% haben wir da gerade. Okay. Dann ziehen wir mal so durch. Haben eh schon ordentlich blauen Balken gerade verballert, aber es gibt noch ein paar Sachen, wo es auch bergab geht. Für mal, dass wir hier nicht zu schnell angegangen sind, aber der Parcours ist auch wirklich hart. Da wird hinten raus die Abfahrten. Ich erinnere mich noch an die eine Abfahrt mit Aerodynamik und allem möglichen. Bravo, da ist wieder alles in 5D aufgeschrieben. Ich erinnere mich noch sehr genau, was wir damals alles gesagt haben. Ich glaube, da haben wir auch die Ausrufezeichen als Satzzeichen gefeiert. So, hier könnte man rein theoretisch wieder in die Zeitverhaltung. Ich bleibe aber jetzt erstmal so. Vielleicht jetzt nicht die Bestzeit oben. Aber eine gute Zeit auf jeden Fall. Pogacar mit 14,44. Der hat es eilig heute. So, oben wird es jetzt noch ein bisschen flacher. Und dann schauen wir mal. Also so 100% erinnere ich mich nicht mehr an den nächsten Streckenteil. Aber schwer wird es auf jeden Fall. So, 14,44 werden wir knapp nicht schaffen. Aber eine sehr, sehr gute Zeit für Ulle. So, uiuiui, da sind wir kurz hängen geblieben. Okay, hier können wir noch ein bisschen rausnehmen. Auch nochmal kurz angeeckt. Und dann müssen wir hier in die Aerodynamik. Das hat auch ein bisschen Zeit gekostet. So, mal schauen. Also das hat definitiv ein bisschen Zeit gekostet, was wir gerade gemacht haben. Und jetzt wieder voll reinhalten. Puh. Keine Ahnung, ob das gut ist, was wir hier gerade alles machen. Das Spiel sagt, wir sollen schneller fahren. Mein Bauch sagt mir irgendwie, nee, lass mal. So, machen wir trotzdem 23,45, das nächste Ziel. Kurz in die Aerodynamik und wieder rein das Ganze. Ich glaube, die Kurve hier war ohnehin schwer.
Da fahren wir mal kurz durch die Fans durch. Schauen wir, dass wir hier gut rumkommen. Eieiei, also blauer Balken könnte echt schwer werden. Na, da haben wir auch wieder zu viel gemacht. Ich glaube, hier müssen wir jetzt einfach auch mal ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, hier war es schwierig. Okay, da sind wir doch jetzt mal halbwegs gut durchgekommen. Puh. Und dann jetzt ab in die Aerodynamik. Eieieiei. 23,38, da unsere Zeit. Da haben wir ein bisschen was verloren. Mann. Das war auch übel. So, nochmal aus dem Sattel gehen. So, mei, oh mei, oh mei. Ich meine mich aber zu erinnern, dass, genau, hinten raus ging es nochmal bergauf und da hatten wir noch ein bisschen zu viel Energie tatsächlich übrig beim letzten Mal. Es sind noch 8 Kilometer. Hier geht's bergab. So, mal schauen. Wir versuchen es mal ganz gut zu timen. Da kommen wir sonst nicht rum. Hier kommen wir rum durch die Kurve. Hier schaffen wir es, denke ich mal, eher nicht. Gehen wir ein bisschen runter. 31, 36. Das nächste Spielziel. Schauen wir mal. Wo sind wir da? Da haben wir wieder ordentlich was gut gemacht. Was aber vielleicht auch gar nicht so doll ist. So, die Kurve wird auch kompliziert. Boah, was macht Ulle da? Was war denn da los? Shitte. Habe ich eigentlich viel früher eingelenkt. So, es geht wie gesagt gleich nochmal bergauf. 39,20 das Spielziel. Da müssen wir nochmal, aber das hat Zeit gekostet. Shit, ich habe eigentlich viel früher eingelenkt. Das hat mich jetzt richtig geschockt. So, boah, hier müssen wir auch nochmal schauen. Und jetzt alles hier reingeben. So, bringt Zeitverhaltung eh nicht so viel. So, 39,20. Komm, Ole, gib alles. So, mal schauen. Wir haben ja da noch den kleinen Helfer, der uns sagt, wie schnell wir fahren sollen. Alter, die Fans. So, mal schauen. 38,58 ist Gunner. Das kriegen wir nicht ganz. Oh, doch, das wird sogar. Puh, 38,36. 38,36. 38,36. Ich kann Zahlen lesen. Voll gut. Das System funktioniert. Das Schulsystem. Pogacar war langsamer. Wo war Roglic? Da war Roglic. Wir bleiben vorne. Aber das war ein gutes Zeitfahren von uns. Wir haben es nicht gewonnen, leider. Aber es war trotzdem ein gutes Zeitfahren. Da kann man kaum meckern. Spannung steigt. Eine Sekunde. Ach komm, Roglic. 38,35. Weißt du, nur weil er nicht bis 36 zählen kann, so wie ich, wo ich so stolz drauf bin. Also, eine Sekunde verlieren wir auf Roglic. Schade, dass wir den Etappensieg nicht geholt haben. Tagesform war natürlich top, das muss man auch noch dazu sagen. Aber das ist deutlich besser gelaufen, als ich es gedacht hätte. Bedeutet nämlich, in der Gesamtwertung bleibt es bei 2,54 Vorsprung, 4,44 vor Pogacar. Bergwertung und so weiter ist alles gleich geblieben. Punktewertung nochmal haben wir uns deutlicher abgesetzt. 342 Punkte, muss man ja fast sagen. Wir haben fast dreimal so viel wie der Verfolger. Nachwuchsfahrerwertung super, Teamwertung super. Was haben unsere Teamkollegen generell so gemacht? Heute eher, ja,
Ah nee, stimmt, das ist die Gesamtwertung. Ist auch wurscht, was die Teamkollegen gemacht haben. Es interessiert uns nicht. Wir konzentrieren uns nur auf Ulle. Und Ulle wird jetzt hoffentlich nach Andorra la Vieille das Ganze unter Dach und Fach bringen. Ich mache aber da eine neue Aufnahmesession. Ich hätte zwar jetzt mega Bock weiterzuspielen, aber das machen wir dann in der neuen Aufnahmesession. Dann spiele ich die Tour de France fertig. Und ja, ich hoffe mal, dass wir sie so erfolgreich beenden, wie sie jetzt ja begonnen, kann man ja schon gar nicht mehr sagen hat. Aber das sieht eigentlich gut aus. Wir sind auf einem guten Weg. Wir wurden bislang noch nirgendwo so richtig distanziert. Wenn, dann konnten wir Roglic mal ein bisschen was abnehmen, Pogacar mal ein bisschen was abnehmen. Und bislang muss man sagen, Roglic war eigentlich bei den Bergetappen, Zeitfahren, immer dran. Die Zeit, die wir dort zwischen uns gelegt haben, die haben wir wirklich auf dem Kopfsteinpflaster gemacht. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Und nach Andorra la Vieille, da werden wir auf jeden Fall wieder erfolgreich sein. Dieses Mal auch in eine schöne Abfahrt zum Schluss. Auch interessant, glaube ich, für euch zum Zuschauen, weil so viele abschüssige Finals, also dass es quasi noch eine Abfahrt nach einem steilen Berg gibt, gibt es ja hier im Game gar nicht dieses Jahr. Finde ich ja ganz gut, bin ein großer Freund bei der Tour de France davon, dass man die Gefahren minimiert. Warum soll man nochmal eine 20 Kilometer Abfahrt machen, wo dann alle ihr Leben riskieren? Muss ja nicht sein. Aber hier im Game ist es sicherlich nochmal was anderes. Also da werde ich alle Skills auspacken, nämlich gar keine. Also bis zur nächsten Folge und Dankeschön fürs Schauen.